Hallo Leute, mein Name ist Pablo und heute gucken wir, wie klug ich bin. Was mache ich mit meinem Leben? Ja, kurzer Einschub, also für die, die Pablo nicht kennen, da ist oben so ein Video verlinkt, das könnt ihr euch mal angucken, damit das nicht zu verstörend ist. Hallo! Pablo, hallo, ich bin am Arbeiten. Wir haben hier, na gucken, da wenn sie ein Haus baut. Da, Pablo. Für alle anderen, die können jetzt weiter gucken. Viel Spaß. Erste Frage. Hallo. Hallo. Ei. Was sind 3 × 12? 10.000. Was wirst du heute gucken? Cartoons. Donald. Mickey. Kannst du ins Internet gehen? Klar. Leb du. Ja. Kann du lesen? Weihnachtsmann. Ich hab. Was? Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ein Nomen wird immer. Weiß ich nicht. Weiter. Wie viele Monate gibt's in einem Jahr? Das weiß jeder. 365. Wann ist Weihnachten? An? Da. Mal gucken. Du bist schon eher dumm. Oh. Ja, ich glaube echt. Ah, das kann man auch keinem antun auf Dauer. Ja. Ich habe kurz überlegt, die ganze Aufnahme zu löschen. Ich weiß, nee. Ja, um noch ein bisschen Niveau in dieses Video zu bringen, machen wir mal ein Quiz über einen YouTuber. Und zwar über den YouTuber mit dem größten Niveau, Liont. Bist du ein Liont-TV-Fan? 2015, 2016. Okay, mal gucken. Wie alt ist Liont? 25? Ich glaube, der ist schon richtig alt. Wie heißt Liont's richtiger Name? Timo? Timo, glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Gut, dass dem noch ein N fehlt. Oder mich meine Eltern nicht Timo genannt haben. Wie heißt Liont's Ex-Freundin? Dagmara. Der schönste Name der Welt. Mit wem kennt sich Liont gut aus? Mit wem? Was? Mit wem kennt sich Liont gut aus? Hä? Heißt das nicht, wen kennt Liont gut? Und nicht auskennen? Vielleicht kennt er sich besonders gut über PewDiePie aus. Aber er ist ein Kollege von KF. Von welchem Land kommt Liont TV? Was sind das für behinderte Fragen? Von welchem Land? Er wurde entsandt. Von einem anderen Land. Ich tick mal, keine Ahnung, Kroatien oder so. Von welchem Land kommt er? Von welchem Planeten kommt er? Oh! Ist Liont TV ein Justin Bieber-Fan? Ich habe absolut keine Ahnung. Sowas weiß man scheinbar nur, wenn man seine Videos guckt. Ups. Wie heißt sein letztes Album? Ich hoffe wirklich, dass es sein letztes Album bleibt. Aber ich glaube, da war ja mal was angekündigt, ne? Stimmt. Ja, es ist dann wohl doch Löwenkind, das beste Album auf diesem Planeten, von dem Liont gekommen ist. Was ist er? Ein Sänger? Ein Rapper? Nichts von beiden. Wow, eine Antwort, die wirklich zu 100% passt. Wie viele Abos hat er auf YouTube? Auf jeden Fall zu viel. Keine Ahnung, 1,6 Millionen oder so. Macht er überhaupt noch Videos? Keine Ahnung. Ich habe ewig nichts mehr gesehen. Hat er einen Vlog-Kanal? Ich glaube ja. Was heißt Vlog? Ich glaube ja. Macht er überhaupt noch Videos? Macht er überhaupt noch Videos? Vor einer Woche, vor einem Monat. Naja. Also das lief auch mal besser, Timo, ne? Er hat übrigens 1,7 Millionen, aber erst vor kurzem. Vielleicht gilt das noch nicht. Ja, hat er. Zu 40% sind sie. Er ist Fame. Hä? Was ist das für eine Auswertung? Dieses Profil hat 5% der Teil. Was? Zu 30% sind sie, er hat mehr als 1 Million Abonnentenprofil. Zu 30% sind sie, er ist YouTuber-Profil C. Was ist das für eine Auswertung? Du willst mich ficken! Du willst mich ficken! Jetzt mal ernsthaft, ey, ich glaube, es kann natürlich sein, dass Pablo dieses Quiz erstellt hat. Aber leider nicht. Ey, so, also da fehlen mir echt die Worte. Wie kann man denn so blöd sein? Und ich dachte, ich wäre dumm, aber das ist echt noch viel dümmer. Gut. Ja, steht hier, wer das Quiz erstellt hat. Hier steht's. Ivo. Ja, Ivo. Geh mal lieber in die Schule, anstatt so viel Löwenkind zu gucken. Ja, Schande über Ivo. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat und ihr mehr von Pablo sehen wollt, dann lasst doch dem Video mal eine positive Bewertung da. Ja, ich hoffe, Pablo wird nicht totgehatet in den Kommentaren. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das Video teilt. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.